als 2018 unsere Tochter an Krebs verstorben ist, mussten wir natürlich, wie viele Eltern vielleicht auch, einen Schicksalsschlag wegstecken. Und das ist unsere Art, diese Spendenaktion, die wir ins Leben gerufen haben, mit dieser Trauer umzugehen, sich nicht runterkriegen zu lassen, sondern zu sagen, das können wir tun, das können wir noch für diejenigen tun, die tapfer dagegen kämpfen, vielleicht noch eine kleine Chance haben. Und ja, da wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, die Leute auch aufklären, dass es nicht vergebens sein kann, darum zu kämpfen. Und wir wünschen, dass eben unsere Aktivität vielleicht noch Nachahmer findet oder man uns vielleicht weiterhin so kräftig unterstützt. Interesse, sich als Stammzellspender typisieren zu lassen? Ja, auf jeden Fall. Okay, super. Dann würde ich Ihnen einmal kurz etwas über unsere Typisierung erzählen. Es gibt zwei Arten der Spende, die Stammzellspende oder die Knochenmarkspende. Beides wird in einem Verfahren jetzt getestet. Wir würden anfangen mit einer Stäbchentestung im Mund anhand der Gewebemerkmale. Und die spätere Spende ist dann abhängig von der Erkrankung des Empfängers. Wir haben einmal die Stammzellspende, das wäre eine Spende über das Blut. Oder wir haben auch eine Knochenmarkspende, da wird Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen. Ich glaube, schneller jemandem helfen als in diesen 90 Sekunden kann man eigentlich kaum. Und es geht wirklich fix. Einfach das Formular ausfüllen, Stäbchen rein und schon, das war's eigentlich.